Das ist die Werkstatt vom Romeo. Sola. Und das ist der Romeo. Und das ist ein Bierkahn. Oder mal gsi. Sola. Sola, da haben wir tot. Besonders nach der Jagdsaison hat er viel zu tun. Neben seiner eigenen Jagd, im Schreiner, seiner Hundezucht und der Familie hat er so sein Hobby zum Beruf gemacht. Oh, die Väter. Ich sage immer so, man muss sich eigentlich... Man muss etwas machen, was einem gefällt. Und dann spielt es im Endeffekt keine Rolle mehr, ob es Hobby ist oder ein Beruf. Weil man macht es ja gern. Seine Werkstatt ist daheim, gerade neben der Kinderstube. Und natürlich schauen seine zwei Buben auch etwa gerne mal bis in der Arbeit zu. Nachdem der Romeo das Fleisch entfernt hat, stricht er das Federkleid mit einer Tinktur zum Gerben ein. Das Gefieder und die Haut haltbar machen. Für die Präparation dann und dass man nachher stinkt. Wenn wir ihn noch mal waschen. Das Blut müssen wir auch draußen haben. Ist der neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. So, Vögelchen. Haben wir es denn gerade? So, jetzt wird es interessant. Und etwas raus noch. Geschüttelt und nicht gerührt. Jetzt ist er trocken. So. Und schön am Ganzen. Statt dass er den Körper bestellt, tut er ihn selber aus Holzwolle wickeln. Also wenn man so selber wickelt, ist schon das Wissen muss schon grösser sein. Also wo die Muskeln sind, wo die wichtigen sind und hin und her, ja. Der Romeo hat schon allerhand Tiere präpariert. Doch seine Spezialität bleiben Vögel. Was ich am liebsten mache, sind Vögel. Die mache ich auch gern. Weil ich habe während der Lehre, drei Viertel von Lehre, nur Vögel gemacht. Würde er auch mal seine eigenen Tiere ausstopfen? Nein. Weder die eigenen noch von Kundschaft. Das blockiere ich gerade ab. Also und der Grund ist, ich kann ein Haustier nie so präparieren, wie es der Besitzer gesehen hat. Jedes Haustier, also ein Hund ist ein Hund. Also ein Bloodhound ist ein Bloodhound. Aber du als Besitzer siehst du den Hund ganz in einem eigenen Ding. Der hat für dich einen Ausdruck, eine Ausstrahlung. Und die kriege ich dann als Tierpräparator nicht her. Und darum bringt es gar nicht. Nehmen wir ihn zusammen. Die Augen darf man nicht zu lange auf dem machen, sonst sieht man plötzlich nichts mehr. An Ring gefällt dir der Bierkahn? Ja, ist schon gut gemacht. Hat es da Glasaugen drin? Ja. Die echten gehen nicht, die würden einfach stinken. Hey Papi, wieso ist das ein Herrli? Das sind Rosen, sagt man dem. Ja. Das ist der Schmuck für die Frauen. Ja. Das tut auch so, das so Balzer, weißt du? Nein.
Innerhalb von nur 5 Stunden hat er den Birkan fast fertig präpariert. Etwa in 3 Wochen ist er trocken und dann kann er auseinander. Das geht eigentlich relativ schnell, so ein Stoff. Gerade ein Vogel. So, soweit das Endprodukt, vorläufig einmal.